15 weitere Straßenbahnen gefördert und die Fördersumme sind knapp 36 Millionen. Und für eine Studie der Streckenerweiterung nach Kolkwitz. Das Ziel ist, auch die Takte in Cottbus wieder zu verdichten, perspektivischen 10-Minuten-Takt auf allen Linien. Sie sprachen heute von der größten Förderung der Unternehmensgeschichte. Erstmal, wie hoch ist die Summe und was wird hier gefördert? Es werden 15 weitere Straßenbahnen gefördert und die Fördersumme sind knapp 36 Millionen, beinhalten eben die Mittel für die Straßenbahn und für eine Studie der Streckenerweiterung nach Kolkwitz, weil Kolkwitz sich ja sehr prosperierend entwickelt und das wollen wir untersuchen, ob und wie da vielleicht eine Straßenbahnanbindung Sinn macht. Gehen wir nochmal von Anfang an, also Straßenbahn. Wir wissen ja, 7 sind in Arbeit, das heißt 15 weitere wird es geben. Wie ist da der Zeitplan und was sind Optionsstraßenbahnen? Ja, wenn man ausschreibt, schreibt man eine Festbestellung aus. Die war finanziell gesichert durch die Mittel des Landes. Und wir hatten uns eine Option gesichert, das heißt weitere Bestellungen möglich. Und das werden jetzt diese 15 Bahnen werden. Das heißt auch vom selben Hersteller und vom selben Typ dann? Genau. Gleicher Hersteller, gleicher Typ werden auch hintereinander weggebaut. Und sie sollen in 2024 und die restlichen dann in 2025 zu uns kommen. Schauen wir mal ganz kurz auf die aktuellen. Wie ist da der Stand? Wann können wir damit den ersten eigentlich auf der Strecke rechnen? Von den 7? Ja. Auch in 24. Okay. Im Frühjahr 24 werden die ersten kommen. Dann reden wir noch ein bisschen über diesen Streckenausbau Richtung Kolkwitz. Was muss da jetzt geschehen? Wie kann es da jetzt weitergehen? Also Sie haben gesagt, da müssen Sie erstmal eine Machbarkeitsstudie erstellen, ja? Richtig, das wird eine Machbarkeitsstudie sein. Man muss sich Grundstücke angucken, wem gehören die Grundstücke, wo könnte man langfahren, wo ist die Strecke möglichst kurz, wie sind die Betriebskosten dazu, wo könnten Haltestellen sein, wo wohnen die Leute. All das schaut man sich verkehrlich an. Dafür gibt es Institute, Ingenieurbüros, die sowas analysieren. Und mit dem Ergebnis kann man dann entsprechend weitermachen und vielleicht dann auch in die Planung einsteigen. Wie ist man jetzt konkret auf Kolkwitz gekommen und nicht zum Beispiel auf Peitz? Ja, also wenn man einmal am Lausitz-Seins-Park hier ist, dann ist es nach Kolkwitz ja nicht mehr ganz so weit und das lag erstmal nahe. Und ja, alle anderen Strecken, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also das heißt, Sie kamen jetzt mit den 15 Bahnen plus 7 Bahnen mehr Bahnen als jetzt im Bestand? Das Ziel ist, auch die Takte in Cottbus wieder zu verdichten, perspektivischen 10-Minuten-Takt auf allen Linien mit dem Gedankengang, der Fahrgast soll gar keinen Fahrplan mehr im Kopf behalten müssen. Er geht einfach hin und nach 10 Minuten spätestens kommt eine Bahn. Also Vereinfachung, ein bisschen Taktverdichtung und damit die Mobilität noch ein bisschen stärken. Die Bahnen sind das eine, Sie brauchen auch noch Personal. Ne? Personal braucht man immer und das wird auch immer schwieriger, da welches zu finden. Im Moment leiden wir noch so an Corona-Fällen, aber da sind wir nicht unoptimistisch, dass wir da auch Personal finden. Okay. Was passiert Montag, Aufsichtsratssitzung? Da wird dann schon über die Erweiterung diskutiert? Genau, da werden die Erweiterungsstrecken, wir haben untersuchen lassen, die Strecke BTU Science Park, die Anbindung des Uniklinikums, aber auch Lausitz Park im Süden und auch Ostsee werden aktuellen Ergebnisse vorgestellt. Gut, wann wird denn die letzte Tatrabahn auf dem letzten Cottbusverkehr rollen? Ich glaube, die werden noch eine ganze Weile uns begleiten. Die werden wir nicht alle gleich aussortieren. Okay, Dankeschön. Mich würde noch mal interessieren, was wünscht sich denn Cottbusverkehr von einem potenziellen neuen Oberbürgermeister? Ja, die Mobilität mit zu unterstützen, dass auch wir unseren Beitrag zum Strukturwandel, glaube ich, beitragen können. Denn die Menschen, die nach Cottbus, und da denke ich mal so ein bisschen an den Seinspark, da kommen junge Menschen, die haben auch gar kein Auto mehr. Die sind so ein bisschen darauf angewiesen, dass es hier vernünftige Mobilität und eine Anbindung gibt. Und ich glaube, dann kommen die auch nach Cottbus. Und da wünsche ich mir natürlich Unterstützung im Bereich der Mobilität, im Bereich des ÖPNVs, dass wir uns hier so gut, wie wir uns in den letzten Jahren entwickeln konnten, unter dem aktuellen Oberbürgermeister das auch in Zukunft fortführen können.